Unser lieber Zio hat ein Video geladen, das kam heute online. Warum gibt es diese Videos auf YouTube, Zio und das Internet? Ich bin gespannt. Los, Zio, legen Sie los. Zio, das ist mein Gehirn um 3 Uhr nachts. This kitchen is so hard to clean. If only there was an easier way. Was? Was passiert? Was? Die ersten 5 Sekunden schon gleich so, was? New kitchen job. Swappers like new. Warum ist so pixelig dieser? Nee, ich habe auf HD gestellt, Full HD. Just 3 shots from kitchen gun. Was ist das? Alter, ich würde so gerne behaupten, dass noch nie eine Folge von CEO. Was ist das für ein Video gewesen, mein Gott? Und das Internet so verrückt losgegangen ist, aber ja, wir wissen alle, das wäre gelogen, deswegen. Was geht ab, Elite? Was geht ab, Elite? Ja, du hast es mal wieder geschafft. Du bist auf dem allergeilsten Internetformat auf ganz YouTube gelandet. CEO und das Internet. Arschgeile Nummer, oder? Wie immer habt ihr unter dem letzten Video super viele Videovorschläge in die Kommentare gepostet und dieses Mal muss ich euch vorwarnen. Die Clips sind ein klein wenig verrückter als sonst, weil ich meine. Was ist das? Abunda la caca. Was ist das? Dieses Lachen hört sich auch gar nicht gesund an. Der zeichnet sich nämlich voll an den Durchfall. Man kennt ihn jetzt noch von früher. Durchfall. Erinnert mich voll dran. Ich habe jetzt keine Ahnung, was diese Frau so lustig findet, aber vielleicht würde an der Stelle ein Exorzist helfen. Die Kraft Jesu Christi wird dich bezwingen! Oh Gott. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, hier ganz kurz eine schamlose Eigenwerbung. Ich habe ja einen Zweitkanal, auf dem Yoshi, Karina und ich vertreten sind. Und mittlerweile haben wir dort ein recht erfolgreiches Format, in dem wir sehr, sehr extreme Jodel vorlesen. An die Männer und bitte. Oh, Jodel gibt's ja noch. Es gibt ja noch Jodel. Oh Gott, das haben wir früher auch exzessiv genutzt, mittlerweile gar nicht mehr. Stimmt ja. Habt ihr euren Penis schon mal in Lebensmittel eingeführt? Also zum Beispiel in einen warmen Apfelkuchen, Pudding, ins neue Nutella-Glas, Sahne etc. Jetzt mal ehrlich, macht doch jeder mal in seinem Leben. Was? Also wisst ihr, wie verrückt teilweise die Menschen da draußen so sind, dann gerne mal hier oben abchecken. Ich hab's verlinkt, hoffentlich, wenn ich dran denke. Ich verspreche auf alle Fälle, in jeder Folge gibt's ungefähr 2-3 Mal Momente, wo mir die Luft wegbleibt, weil die Jodel so komisch sind. Okidoki. So, jetzt legen wir mal los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe von CEO und das Internet. Los geht's. Yahoo! Es passieren so... Ey, ist wieder bei dem Format immer so 2 Minuten, 2,5 Minuten Intro, bis da erstmal losgeht. Manche wirklich super lustige Sachen, da findet man im Internet ja recht viel. Und CEO schaut sich diese an, weil ihr es euch ja wünscht. Das wird ne Gaudi, sag ich euch. CEO und das Internet. Das bin ich. Wir beginnen diese Folge mit einem unserer YouTube-Lieblinge, nämlich Paluten. Dieser hat vor kurzem in einem Video sein handwerkliches Geschick bewiesen, aber sieht einfach selbst. Wenn ein Gamer eskaliert. Was hast du vor? Ich muss nur immer links und rechts. Komm schon! Bitte, ich hab doch jetzt sogar so ein Ding. Scheiße! Ist noch aus dem UFO? Ist noch im UFO, oder? Wo es gerade ausziehen, oder? Das ist Bällebad noch? Ist noch voll, das voll alt, oder? Ach nein! Oh, die Scheibe bestimmt, die Scheibe bestimmt. Oh nein. Ah, hast du! Ah, hast du rausgeflogen gegen seine Eier? Oh no! Ich könnte jetzt locker noch mehr dazu sagen, aber ich denke, das Beste ist, wenn er es selber kommentiert. Mann, der Typ ist echt doof! Kleiner Spaß. Ey, warte! Ey, warte! Das sind aber auch für polnische Tische, die sind aus Granit. Ja. Nur mal so. Ich weiß nicht, wo hingehen die also? Move keine Hand. Ey, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto! Hast du Pech? Ey, ey, warte, warte! Ey! Willst du, ey! Ey! Ey, warte! 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 Ey! Uff. Ach du heilige Kacke, was war das denn? Ach du heiliger. Alter,
ey, so ein Ding ist ganz knapp bei mir vorbeigepfiffen, Alter, geil! Geil, Alter, hab ja geil, sag doch! Vorbeigepfiffen, Alter, geil! Schatz, vielleicht hätten wir doch verhüten sollen! Aber wenn wir schon mal bei Vater-Sohn-Geschichten sind, hier das nächste Beispiel. Das ist die Spitze der Internet-Evolution. Predator, hi. Not now, son. Daddy? Not now, son. Dad? Not now, son. Hi. Son. Agacciate con Ocello. Marcelo, agacciate con Ocello. Deswegen müsst ihr immer Zeit für eure Kinder haben. Ne, Kolumbien war das gerade. Kolumbien Senpai, okay. Wo ich sagen muss, ich fand diesen Dubstep-Part gar nicht mal so schlecht. Der nächste Clip ist von einem YouTuber, den wir alle nur allzu gut kennen, also zumindest hoffe ich das. Es ist Kronk. Julian Bam. Ach so. Meine Reaktion war genau gleich. Oh, ich verdecke gerade Schuh. No! Mist, egal, so. Ey, was war das für ein Wesen? Was ist das? Oh. Sieht man es? Das ist fake. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt ist halt die Frage, warum er das sich erschreckt. Wegen dem Monster oder weil als nächstes Bibi und Julienko kamen? Warum ist Wrestling im Fernsehen nicht so gut? Leute, kennt ihr EA Sports UFC? Dieses Wrestling-Game ist dafür bekannt, dass die Entwickler das ein bisschen zu früh released haben. Warum? Naja, schaut mal ganz genau hin. Vielleicht seht ihr es ja selbst. Was? Buggy, Alter. Liz Carmouche doesn't realize it. Carmouche is gonna tire herself out, Mike. Rhonda needs to be careful not to hit her in the back of the head. Was? Was? Big kick by Jones. Alex goes for a leg, gets a hold of a ghost that's been haunting the arena. Was? Gustafson shoots. And now he's showing off his sweet dance moves. Der Moderator, geil. At all. Eve Levine with a big win again, Joe. Wow, hey, was? Ein spannender Kampf. Was? Doch, wenn wir schon mal bei spannenden Kämpfen sind. Ich denke mir gerade so, wie wenn die Märchen wäre, genau. Dann zieht euch mal dieses Edit hier rein. Ah! Zeo, schau das mal an, ich hab mich abgelacht dabei. Oh mein Gott! Ja! Hä? Was passiert? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die Deckenlampe von der Decke gezündet habe. Okay, wir unterbrechen den Stream für eine kurze Putzverzögerung. Ach ja, wirklich? Oh ja, gut, alles klar, Diggi. Nee, aber ich denke, jedem Streamer schon mal irgendwas Peinliches passiert. Also auch giftige Gase da drin sind, oder? Auch in diesen Röhren, oder? So Pulver auch und so Gaszeug, oder nicht? Ich meine, ich blamiere mich ja auch wirklich regelmäßig auf Twitch. Zio, sing was, please. Halt dich an mir fest, wenn das Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Kann ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Was war diesen denn Clip finde ich sogar cringig und das heißt wirklich was. Was? Ich. Okay, reicht wieder. Jetzt wird es erstmal Zeit für ein cooles Experiment. Was meint ihr, was passiert, wenn man versucht, Wasser zu kopieren? Ich könnte mir vorstellen, dass das recht normal aussieht. Halt einfach so ein paar Wasserflecken auf dem Papier, mehr nicht. Aber keine Ahnung, schauen wir mal rein. Schön voll fancy, bunt oder so, weil es gespalten wird, das Wasser so. Also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hä? So, und jetzt kommt ein super freundliches Video, wo ich super lachen muss beim ersten Mal, weil es halt einfach mein Humor ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem wohl geilsten Einbruch aller Zeiten. Achtung, Zeo, dein Haus wird ausgeraubt! Das ist so dumm. Hä?
Okay. Alter, was für ein Scheiß. Wie geil. Gut, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen: Einen fröhlichen Lümmeltag, ihr Ficker. Und schreibt mir weitere Videovorschläge in die Kommentare. Gerne auch mit Zeitangabe, denn ich kann nur kurze Stellen zeigen genau und einen kleinen Text zum Vorlesen. Juhu. Und lasst ein Like und ein Abo da. Und werdet gerne Mitglied, das hilft mir wirklich sehr. Ich wünsche euch genau einen chilligen Sonntag. Wir sehen uns auf alle Fälle nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, pass auf dich auf und vergiss niemals: Wer in Celsius kocht statt Infrarad, der spart sich 112 Grad. Ah. Euer CEO. CEO und das Internet. Wollte ich genauso sagen. Ja, definitiv. Ja, Leute. Geiles Video auf jeden Fall wieder. Beste Dinge raus. Ein bisschen wie so ein Reaction-Video. Nur kommt die Reaction danach und nicht davor. Und sie ist geskriptet. Das ist keine Reaction, aber es ist quasi die Reaction, ne? Aber ja, ich mag das Format, weil so auch Videos rauskommen, die ich jetzt so gar nicht finden würde. Das hier, das mit den Räubern war schon ziemlich geil, fand ich. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ich will auf jeden Fall mal angucken. Dauerschleife anhören nachher.